Ah ja, da kommen wir jetzt also zu, ne und so. Keine Ahnung. So, hier haben wir die Dinger. Das heißt, wir haben hier die Stopper. Das heißt, wir müssen dann da oben rüber. Ach, ich liebe das Lied. Ich liebe auch das Spiel. Ich habe es nur mal angespielt bisher, leider. Ich muss das mal... Eigentlich muss ich das echt mal let's playen. Ich weiß, der Yuga hat es schon gemacht, aber ich glaube, ich muss das trotzdem let's playen. Dann haue ich das eben nicht auf gronk.de raus, aber trotzdem Metro 2033 will ich trotzdem einfach mal gespielt haben. Ach, hier kommen wir zu den Repeatern. Repeatern, Quatsch. Zu den Breakern sozusagen. The Breaker. Los, Breaker, zeig mir deinen Style. Hier sind die Breaker. Und sie breaken für den Weltfrieden. Und wenn ich sage Breaker, dann rede ich nicht von Erbrochenem. Nein, ich rede von Breakdance. Denn dies sind die Breakdancer. Und sie unterbrechen unseren Stromkreis. Genau wie den Stromkreis in meinem Kopf. Darum fehlt mir das Niveau. Darum rede ich so ein Stuss. Darum rede ich so ein Quatsch. Darum haue ich mit der Schaufel immer wieder durch den Matsch. Keine Ahnung, es passt gerade zur Erde, die hier an der Wand ist. Und ich singe ganz famos. Und wenn ich damit beginne, dann ist die Freude riesengroß. Oh nein, er jault wieder seine Kakophonien. Mein lieber guter Gronk, ich bitte dich, fick dich in die Knien. Denn ich habe mehrere, ich habe nicht nur ein Knie und du kannst dich mal in beide verfemte Wörter, sage ich natürlich nicht, habe ich jetzt schon getan, aber ist ja auch egal. Es gibt diese Wörter im deutschen Sprachgebrauch und wir können sie auch benutzen. Ich tue es nur selten. So, achso, ich wollte eigentlich gucken, Deckenhöhe hier ist 2, was ist das denn hier eigentlich für ein Rotz? Wer baut denn hier so einen Scheiß? Da habe ich bestimmt wieder gesagt, mach mal später. Mach mal später, was ist das für eine Arbeitseinstellung? Oh, ich liebe das Lied. Keine Kohlen mehr. Ich hol mir welche aus dem Lagerhaus. Ach, ich liebe das Lied. Ich will losfliegen jetzt. Flieg, kleines Vögelchen. Flieg und sieg. Ich bin ein richtiger Vogel. Da meldet sich die Katze sofort. Ist ja klar. Piep mit mir. Ich bin ein Vögelchen. Komm, flieg mit mir. Um das Erdkügelchen. Ich will das Lied nicht zerstören mit meinem Gewimmer. Es tut mir leid, aber irgendwie... Ich kann ja nicht jedes Mal die Fresse halten, wenn das Lied kommt. Da haben wir ja schon diesen Überflug gehabt. Das mache ich, glaube ich, nochmal. Irgendwann. So. Und wir haben hier noch ein bisschen was zu erledigen. Flieg mit mir. Ich mag das Lied so gerne. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der J-Pop-Anhänger, muss ich ja sagen. Habe ich bei dem Lied, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Weil es einfach stimmt. Es ist die Wahrheit, deswegen sage ich sie so oft. Wie meinen dann mit den Fackeln hier? Das ist ja, das wird ja asymmetrisch. Auf mit dem asymmetrisch, ey. Langsam kotzt mich das an. Na
natürlich kotzt einem manchmal was im Leben an. Aber dann beweist man Größe, indem man es erträgt. Hast auch du schon Größe bewiesen, indem du Dinge erträgst? Zum Beispiel, wenn ein Let's Player deiner Kajüte in seinem Let's Play mal wieder versagt, hast du Größe bewiesen, hast du die Tischkante gebissen, hast du dich aufgeregt, hast du den Monitor geschlagen oder fliegst du mit mir über die Wolken, voller Gutmütigkeit? Ich habe keine Ahnung, was ich hier quatsche. Ich versuche ja nur irgendwie mein Ding zu machen. Huch. Nee, jetzt nicht mehr. Komisch. Die Frage ist, wie machen wir das hier? Eins, eins. Oh, guck mal. Eins, eins, zwei, drei. Eins, eins, zwei, drei. Eins, eins, zwei, drei. Eins, eins, zwei, drei. Eins. Ist mir jetzt egal. Ich mach das jetzt hier einfach in Dreierabständen. Wird schon irgendwie klappen. Eins, zwei, drei. So, hier klappt's nicht. Egal, wir haben die Seite erleuchtet. Die andere kriegen wir auch noch hin. Und hier müsste man das ja eigentlich... Bub. Wollte man das ja so machen irgendwie. Warum? Weiß ich nicht. Reicht das nicht so? Dann haben wir ja auch Dreierabstände. Eins, zwei, drei. Mach mal so. Das reicht doch locker. Da sparen wir uns ein paar Fäckelchen. Und können hier auch wieder sagen. Eins, zwei, drei. Dahin. Eins, zwei, drei. Dahin. Und dann 1, 2, 3 und keine mehr, weil es sonst scheiße ist. Eigentlich müsste ich hier doch einen abgetrennten Raum machen, nicht alles so offen, damit das nicht alles so zu groß aussieht. Und wie habe ich das hier gemacht? Okay, dann habe ich bei den Repeatern 1, bei den Breakern, 1, 2, 3, 4, 5, einen 5er Abstand. Und dann kommt eine Doppelmauer. Fünfer Abstand, Doppelmauer. Fünfer Abstand, Doppelmauer. Kann ich hier nicht eigentlich durchlaufen? Fünfer Abstand, Doppelmauer. Fünfer Abstand. Doppelmauer. Das erfüllt mein Herz mit Trauer und im Nacken einen Schauer. Das gibt mir die Spielepower. Ich sing einen Scheiß zurecht, weil ich gerade nichts zu erzählen weiß. Dann flüchte ich mich immer wieder in die Kakophonien. Ich habe nicht abgezählt. Ich bin voll der Anti-Profi. So, jetzt zähle ich aber ab. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. So tief geht es. Und dann kommt die Doppelmauer. Und wir finden natürlich wieder Eisen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Freue ich mich. Wieso kriegen wir keine XP? So. Wir nehmen natürlich die Cobbles mit. Die werden wir ja leider auch elendig brauchen. Ach ja, ich bin doch ein bisschen froh, bin ich ja schon, wenn die Baustelle hier endlich mal vorbei ist. Aber die Konsequenz müssen wir einfach beweisen. Wir kommen nicht umhin, hier wirklich konsequent zu bauen. Flievertüt. Ach, scheiße, die Spitzhacke ist ja auch bald damaged. Ah, ist natürlich super. Und das Schlimme ist, hinter dem Ding haben wir ja dann noch die ganzen Redstone-Dinger. Ich sollte mir wirklich dann doch lieber die andere Spitzhacke holen, die... Wir können uns auch wieder eine neue machen. Oder, ich könnte mal ganz kurz gucken nach Amboss. I am Boss. Daher kommt das übrigens, daher ist das Wort abgeleitet. Wollte ich schon immer mal erzählen. Ist ja eine Tatsache, I am Boss.
Ne, daher kommt das. Auf Deutsch heißt das auch Binchef. M-Boss heißt Binchef. Das ist einfach so eine Translation, die ich hier on the day lege, die einfach very correct ist. Ich bin ja halber Engländer. Zu drei Viertel bin ich Engländer und zu drei Viertel bin ich auch gleichzeitig noch Spanier. Ne? Meine Freundin nämlich auch Carlos. Jetzt könnte ich ja den Witz bringen, der Typ ohne Auto, Carlos. Aber komm, das lassen wir mal. So, jetzt hier ziehen wir natürlich noch die Decke rein. So viel Zeit muss sein, damit es hier nicht reinregnet. Oder irgendwelche Regenwürmer hier unsere Base übernehmen wollen. Oder Maulwürfe. Ich bin mal gespannt, wann es Maulwürfe gibt bei Minecraft, die dann ständig das Erdreich wieder durcheinander bringen. Ist dann genauso eine Krepelei wie mit den Endermännern, die haben ja ständig alles kaputt reißen. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Spitzhacke machen. Oder den Amboss, also den Binchef. So, warte, hier, das ist nicht korrekt. Okay, da sieht er soweit schon mal sehr professionell aus, was wir hier machen. Ich mache hier nochmal ganz kurz, damit wir die Tiefenverhältnisse haben. 1, 2, 3, 4, 5. Soweit geht es dann in die Tiefe. Dann haben wir da eine Doppelmauer und hier, da mache ich später. Ich gehe mal ganz kurz was gucken. Ich würde nämlich mal gerne wissen, wie das jetzt ist mit dem Ambots. Wo laufe ich eigentlich jetzt hin? Ich habe noch ein bisschen Platz in der Tasche. Ich hätte gerne lieber Plätzchenteig in der Tasche. Plätzchenteig. Jetzt ein Kilo Plätzchenteig. Ich finde es bei Nacht immer noch sehr geil. Es ist hell genug für euch, dass ihr alles seht. Auch nach der ganzen Konvertierungsgeschichte und so weiter. Ne? Nachts. Es ist nicht mehr ganz so grau. Jetzt sieht man ja mehr mit den Shadern und so weiter. Und trotzdem ist es noch dunkel genug und die Lichter strahlen noch hell genug. Also eigentlich müsste jetzt alles toppi-toppi sein. Man müsste hier nur noch ein bisschen mehr Licht anbringen. Wobei ich denke, es ist eigentlich geil, dass auf dem Marktplatz so ein Brunnen hat ja keine Beleuchtung. Ne? Und hier so ein Haus hat vielleicht eine Beleuchtung. Aber das, da muss ich immer gucken, was ich daraus mache. Das wird ja noch alles hier. Das ist alles noch so schäbig. Was ich mal ganz kurz mache. Sekunde. Ich schau mal ganz kurz hier auf meinem Hilfsgadget. Das Tool heißt Explorer HD. Da schaue ich mal ganz kurz rein. Crafting. Ist das bei Utility? Ich weiß es gar nicht. Brewing Stand, Furnace. Ich glaube, das ist... Doch, da ist es. Anvil. Ist alles auf Englisch hier natürlich. Da brauche ich... Ach du Scheiße, ich brauche Eisenblöcke. Dann bastle ich mir mal ganz kurz einen Amboss. Na, that can ya be in the heiteres Zing. Was? Ah ja, mein Profi-Englisch wieder. Ich brauche Eisen. Ich brauche 9 Blöcke. Ganz schön teuer, so ein Amboss. Aber zum Glück haben wir ja noch 3 Eisen übrig. Und jetzt machen wir uns erstmal ein paar Blöcke hier. La, la, la. Was ist das denn? Hä? Hä? Wo kommt denn das her? Ring des Arrangeurs? Was ist das denn? Ach, das ist bestimmt für diesen, was ich erzählt habe. Ich habe doch die Mod drin, wo man um Frauen werben kann, ne? Wo man den Geschenke machen kann. Und ich glaube, da kann man ihr auch einen Ring schenken, so zur Verlobung und dann auch zur Hochzeit kann man bestimmt auch aus Gold machen. Ich glaube, daher kommt das. Wollen wir jetzt natürlich ausnahmsweise mal noch nicht. Ich möchte jetzt lieber ganz kurz mal gucken... Eisenblock. Okay, ich brauche 6 Stück. 4? Das kriegen wir noch hin. 5? Und 6. So, packe ich mal alles in die Mitte. Kriegen wir hinterher sowieso wieder. Und jetzt mache ich ja 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eisenbarren? Eisenblock. Ich muss noch gehen.
Das muss so gehen. Eisenblöcke, ich lese das doch hier gerade. Es sei denn, die Info ist natürlich falsch. Ich schau mal ganz kurz in die Wiki rein. Das mache ich immer parallel, ne? Das kann ich hier. Ich habe ja so ein kleines Dingens jetzt hier direkt am Rechner, wo ich mal eben, wenn die Wiki mal laden würde. So, ist das Rezept geändert oder bin ich einfach zu bekloppt? Ach, das Rezept ist falsch bei dem Ding. Jetzt habe ich hier... Ah, na super. Aber zum Glück haben wir ja alles dabei. Ist das Rezept bei dem Tool einfach mal falsch? So, hier. Haben wir einen Bin-Chef, haben wir gebaut. Und den Bin-Chef würde ich sagen, tun wir mal... Wo tun wir den mal hin? Ich würde sagen, wir machen aus unserem einen Häuschen eine Schmiede. Boah, sieht das cool aus bei Nacht hier alles. Bin doch ein bisschen verliebt in die Shader-Mod. Gab ein paar, die haben gemeckert, aber ist mir Wursti. Ich würde sagen, hier machen wir dann mal, ne? Da haben wir ja schon und so weiter. Ach, ich wollte ja noch was probieren. Machen wir einen Amboss einfach mal... Ich wollte hier ja die Schmiede draus machen. Hier geht's zum Garten raus, hier sitzt man einfach. Wie mache ich denn hier jetzt eine Schmiede raus? Das hier kann eigentlich weg. Und das hier... Ich glaube, dann haue ich die einfach mal weg. Ich mache dann hier den Amboss hier hin. So, und hier kommt dann später noch so ein bisschen, da muss ich noch gucken, wie ich das mache mit Lava, so ein kleines Becken, damit es ein bisschen mehr nach Schmiede aussieht. Und dann können wir noch Tools machen. So, ich habe keine Ahnung, wie das Ding hier funktioniert. Ich habe das noch nie bei mir probiert. Keine Ahnung. Nochmal kurz hochgehen und gucken, wie es hier aussieht jetzt so mit den neuen Texturen und bla bla bla. Ja, sieht eigentlich recht wohnlich aus. Wohnen möchte ich hier nicht unbedingt, aber man kann es so anbieten. Sieht ein bisschen schäbig aus hier, aber gut. Wie man da rüberkommt, weiß ich auch nicht. Ich will schlafen. Ah, so kommt man darüber. Okay. Geht eigentlich. Hier fehlen noch ein paar Vorhänge und so, aber naja, gut, das ist ja nichts, was man nicht lösen kann später noch. Vielleicht müssten die Treppen einfach in der Mitte des Hauses hochgehen. Huch, ach, das ist der Schatten von draußen, der Mond. Ist ja geil. So, und hier wollte ich ja noch so einen kleinen Garten machen. Ne, Secret Window, Secret Garden wollte ich da machen. Und hier können wir, bla. So, was ich nochmal ausprobieren wollte, ist übrigens, die Sonne geht auf. Das mache ich mal kurz hier drin. So, wir haben ja hier diesen Tisch, ne? Den ich eigentlich so auch lassen kann. Muss ich ja sagen, ich kann den eigentlich so lassen. Wollte aber mal was mit einem anderen Tisch probieren. Ich weiß nur noch nicht genau wo. Vielleicht hier oben erstmal... Ah ne, hier oben geht das nicht. Mist. Ich brauche das irgendwo ebenerdig. Wollte ich schon immer mal probieren. Habe ich bis heute nicht probiert. Ich mache das einfach mal jetzt hier drin. Stellt euch mal vor, ich würde hier einen Tisch bauen wollen. Ach, da muss ich ja von unten eine Redstone-Fackel anbringen. Habe ich gerade gar nicht. Ein ausgefahrener Pisten. Den wollte ich mal als Tisch probieren, aber ich glaube... Das geht schon so ganz gut, wie wir es bisher gelöst haben. Da müssen wir jetzt nicht so ein Sperenzchen machen. So, wie spät ist es? Ah ja, es ist kurz vor Nacht. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Und ich wollte ja ursprünglich mit dem Amboss die eine Spitzhacke wieder heile machen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie das mit dem Amboss funktioniert. Ich lese mir das gleich mal durch. Hätte ich vielleicht vor dem Let's Play machen sollen, aber habe ich natürlich nicht dran gedacht, dass wir das noch vorhaben. So, die hier, Effizienz, ne, Behutsamkeit will ich noch nicht. Effizienz, Haltbarkeit, die würde ich gerne repairen. Wenn wir das irgendwie hinkriegen. Ich guck mal ganz kurz, hier, ich schau mal ganz kurz in die Sonne. Ich lese mal kurz, Moment. A player can also use materials like leather and iron ingots to repair tools and armor. Issue with them. The player can also rename any item, not just tools and armor, using an anvil. Renaming item. A penalty paid repairing the same item multiple times. On each use, anvils have a 20 points to be damaged. And as long as the ghoul will close and the anvil will disappear, dropping the item to the ground. Okay. Gut, dann mache ich mir jetzt noch eine Diamantenspitzhacke. Ich hoffe, das habe ich jetzt verstanden soweit. Ein paar Diamanten haben wir ja noch. Und wir sparen ja immer die Levels dadurch. Ich weiß, wir müssten uns jetzt so oder so eine neue machen, ne? Wenn ihr denkt, ich verschwende jetzt Diamanten, ist nicht so.
So, und dann lege ich mal die Diamanten wieder zurück. Ganz brav und eigentlich auch das Resteisen. Hier haben wir noch 6 übrig. Müssen. Ach, das haben wir alles aufgebraucht. Okay, dann passt das schon. So ein M-Bot wird übrigens auch zerstört. Das ist schon gar nicht so billig, die Sachen zu repairen. Aber um Level zu sparen, dann können wir nämlich auch Rüstungen enchanten und die können wir dann auch repairen und basteln uns dann halt hin und wieder einen neuen Amboss. Ich glaube, das ist günstiger auf Dauer. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel, ne, Diamantspitzhacke, die können wir auch umbenennen. Ich lege hier mal eine andere Diamantspitzhacke rein, Erfahrungskosten. Oh, so viel zum Thema, wir können Level sparen. Aber immerhin kriegen wir dann die gleiche Spitzhacke wieder raus und die können wir dann auch umbenennen. Die nennen wir mal, ach, das kostet dann gleich mehr. Hacki. Ja, nee, das ist mir zu teuer. Sorry. Dann lasse ich die mal. Lasse ich die mal. So, zack. Haben wir uns jetzt quasi Spitzhacke wieder, ne, und so. Schade, dass der Name so teuer ist. Jetzt sind wir wieder runter auf Level 4, aber naja, gut, was soll's. Ich dachte, das kostet nicht so viel Level. Aber dafür ist es wohl, ich glaube, es wäre günstiger gewesen, wenn wir jetzt dieses Enchant-Tool benutzt hätten, aber dafür haben wir das halt nicht benutzt, wo dann wieder so ein paar Teenies ihre Pickel platzen, dass wir uns halt über die GUI aussuchen können, was für ein Enchantment wir drauf haben. Ist wohl nicht allen so genehm, aber naja, was soll's. Musste mit leben. So, ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn man im Let's Play dann 50 Mal hin und her laufen muss, bis man dann das richtige Enchantment hat, weil das ist fürs Let's Play einfach zu blöd, muss man sagen. Das kannst du halt im normalen Spielverlauf machen, das kannst du auch bla machen. So, das geht jetzt wesentlich schneller natürlich wieder vonstatten, da bin ich ja recht happy drum. Und wir haben gleichzeitig auch noch einen Amboss, da bin ich auch recht happy drum.